Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer Rezension und zwar zu dem Buch Gwendys Zauberfeder von Richard Chismar. Die einen oder anderen können sich vielleicht noch an den ersten Band dieser Reihe erinnern. Er hieß Gwendys Wunschkasten und war von Stephen King und Richard Chismar gemeinsam geschrieben. In Wirklichkeit war es wohl so, dass Stephen King die Idee hatte und irgendwann nicht mehr weiterkam. Und dann war Richard Chismar zur Stelle und die haben das gemeinsam beendet. Und vielleicht aus so einer Art Dankbarkeit heraus hat dieser zweite Teil von Stephen King noch ein Vorwort bekommen, wurde aber von Richard Chismar alleine geschrieben. Ziemlich genial, wie ich finde, ziemlich klug, denn Richard Chismar wäre sonst in Deutschland bei einem Großverlag wie Heine wahrscheinlich nie verlegt worden. Es gibt Richard Chismar schon auf Deutsch und zwar aus dem Buchheim Verlag. Das ist auch sogar schon ein paar Jahre her. Aber in die großen Verlage hat es Herr Chismar nicht geschafft. Dabei ist er in den USA kein Unbekannter, hat selber einen Verlag, nämlich Cemetery Dance, und veröffentlicht da sich selbst, aber auch andere. Zu Stephen King verbindet ihn irgendeine Art von Freundschaft. Wo die herkommt und wie die entstanden ist, weiß ich jetzt nicht. Aber die beiden kennen sich und haben schon das ein oder andere Projekt zusammen gemacht, meistens mit Richard Chismar als Verleger und Stephen King eben als Autor. Und bei der Reihe Gwendy, die eigentlich Kings Idee war, hat dann Richard Chismar irgendwann übernommen. Und dieser zweite Teil ist von ihm alleine geschrieben worden. Und man beachte diesen Zusatz hier, der fast genauso groß ist wie der Autorenname mit einem Vorwort von Stephen King. Das ist schon faszinierend. Also der King ist so groß, dass wenn er ein Vorwort alleine schreibt, er schon größer auf den Titel gedruckt wird als der Autor selbst. Das muss man erstmal hinkriegen. Also Respekt. Es ist die Geschichte von Gwendy, wie schon im ersten Teil erzählt. Im ersten Teil war sie ein kleines Mädchen und irgendwann hat ihr ein mysteriöser Fremder einen Kasten überreicht. Der konnte auf der einen Seite Münzen ausspucken, auf der anderen Seite kleine Schokoladentäfelchen in Tierform und hatte noch so ein paar andere bunte Knöpfe, die waren allerdings nicht so schön. Nun hat sie diesen Kasten im ersten Teil wieder irgendwann abhanden bekommen, also er war irgendwann nicht mehr da. Und jetzt im zweiten Teil ist sie eine erwachsene Frau, ist Politikerin geworden, arbeitet in Washington und denkt nur noch selten an den Wunschkasten. Und jetzt hier im zweiten Teil taucht dieser mysteriöse Mann zwar erstmal nicht mehr auf, aber irgendwas scheint nicht zu stimmen. Und irgendwann ist der Wunschkasten doch wieder da und dann ist das Buch vorbei. Also tatsächlich passiert so gut wie gar nichts hier drin. Richard Chismar jagt durch die Geschichte, ohne sich irgendwie mal in etwas auch ein bisschen Zeit zu nehmen, Atmosphäre oder Spannung zu kreieren, sondern er prescht mit Gwendy da durch, ist mal bei der Sekretärin in Washington, dann bei den Eltern wieder zurück in ihrem Heimatbundesstaat. Aber Richard Chismar lässt sich überhaupt keine Zeit. Positiv ausgedrückt kann man sagen, er kann wirklich Geschwindigkeit in seinen Romanen aufbauen. Das kriegt er durchaus hin. Aber er verweilt nicht und es gelingt ihm nicht, dieser Geschichte Tiefe zu geben. Es wirkt für mich viel mehr, als hätte er Skizzen schnell niedergeschrieben und die irgendwie verbunden. Viel mehr ist das für mich tatsächlich nicht. Also das war echt enttäuschend. Also das ist häufig so, dass zweite Teile nur die Überleitung zwischen Anfang und Ende sind, also zwischen ersten und dritten Teil. Das ist häufig so, das ist in diesem Fall auch so, es hängt völlig durch. Und ich habe den Eindruck, dass dieses Buch nur rausgebracht wurde, um irgendwie Geld zu verdienen und diese Reihe noch am Leben zu halten. Es war ein Buch, was einen, zumindest mich, völlig unbefriedigt zurücklässt. Ja, diese Charakterstudie von Gwendy ist ganz schön gemacht und man kommt Gwendy auch durchaus ein bisschen näher. Man sieht, dass es vorher ein kleines Kind war und dass sie jetzt eine erwachsene Frau ist. Aber auch das sind alles irgendwie so angerissene Skizzen. Das sind alles so angerissene Charakterstudien. Man merkt, dass Chismar sich mehr Zeit lassen möchte und Gwendy mehr Zeit zum Entwickeln geben möchte. Aber er verpasst es. Er verpasst es immer wieder. Und die Geschichte hat dann so den einen oder anderen fantastischen Moment, aber auch wirklich nur den einen oder anderen. Und lange Zeit, so die erste Hälfte, da geht es eher darum, die Geschichte von Gwendy zu erzählen, seit ihrer Kindheit bis zu dem Tag, an dem die Geschichte spielt. Und das verpasst er irgendwie stimmungsmäßig gut einzubauen. Ich finde es schade, weil das ist so ein Buch, was rausgebracht wurde, so habe ich den Eindruck, um irgendwas am Leben zu halten und ja, auch um Kohle zu verdienen. Und das finde ich unangenehm. Vielleicht geht es anderen anders und vielleicht
Vielleicht geht es anderen Lesern da anders als mir. Vielleicht liegt das wirklich nur an mir. Ich bin unvoreingenommen da dran gegangen. Und ich habe mich da auch drauf gefreut, weil ich fand den ersten Teil schon ganz gut. Und ich finde, der hatte Stimmung und hatte auch Atmosphäre, ohne ein großartiges Meisterwerk zu sein. Aber der erste Teil war auch deutlich kürzer. Dieses Buch hat 260 und ein paar zerquetschte Seiten. Der erste Teil hatte deutlich weniger. Wie viele musste ich jetzt unten einblenden, weiß ich natürlich nicht auswendig. Aber mehr passieren tut hier auch nicht. Und ich finde, man muss auch als Autor irgendwann mal aufpassen, ob man eine Sache zu Tode reitet und als kommerzielles Projekt anfängt oder ob man wirklich sagt, ich habe da noch was in mir und die Geschichte, die hat so viel Dampf, dass ich da drei Teile draus machen kann. Hier fehlt der Dampf, absolut. Also nix. Das ist ein Buch, was ich ganz schnell wieder verkaufe und was für mich jetzt auch dahin führt, zu sagen, den dritten Teil kaufe ich mir jetzt nicht mehr. Den ersten Teil fand ich ganz gut. Den zweiten fand ich schlecht und selbst wenn der dritte jetzt wieder toll wird, nee, also dann passt die Reihe für mich nicht. Ja, schade. Noch zu erwähnen wäre, dass dieses Cover hier schief gedruckt ist. Ich versuche das jetzt hier mal einzufangen. Ich habe heute mal die Autoschärfe angemacht. Man sieht hier oben, das H von Heine ist bereits im Knick drin. Hier fehlt es, also hier ist nichts mehr bedruckt und nicht mehr beflockt und dafür ragt es hier rein. Also für mich ist das ein handwerklicher Fehler. Ich weiß nicht, ob das nur ich so sehe, ob das so sein muss, aber es würde mich eigentlich wundern. Also als Taschenbuch würde das funktionieren und vielleicht ist das einfach auch derselbe Umschlag, der irgendwann mal fürs Taschenbuch gemacht wird. Das ist jetzt nebensächlich, das hat in der Geschichte nicht so viel zu tun, ist für mich jetzt auch nicht so kriegsentscheidend, aber so ein bisschen gehört es halt schon mit dazu. Ja, tut mir leid, das war jetzt wieder eine Rezension, die nicht so überschwänglich war, aber was soll ich machen? Also ich muss ja hier... Ich muss gar nichts, aber ich möchte hier die Bücher ehrlich und offen vorstellen. Dann gehört es halt leider auch dazu, wenn da mal so ein paar Reinfälle hintereinander sind. Das nächste Buch wird hoffentlich wieder besser. Ja, ich glaube, das war's für den Monat November. Ich möchte im Dezember noch ein Neuzugänge-Video machen. Ein paar Bücher sind schon da, ein paar werden noch kommen und mein Weihnachtsbäumchen muss auch noch aufgebaut werden. Und dann verabschiede ich mich nach dem nächsten kommenden Film dann auch ein bisschen mal in die Weihnachts- und Neujahrspause. Werde mich aber da nochmal ordentlich von euch verabschieden. Das war's für hierher, nee, bis hierher. Das war's bisher hier. Das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.